Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir festgestellt, dass die liebe Polizei hier in das Gebäude mittlerweile eingedrungen ist und wir uns schleunigst verkrümeln sollten. Deswegen werden wir das jetzt auch mal tun, aber wir werden erstmal hier die Wachen ausschalten, die anscheinend hier reingegangen sind. Weil in Ruhe umgucken wäre halt schon sowas Schönes, ne? Kann man denn hier nochmal schleichen? So kann man schleichen. Wo ist er denn? Ah, da. Da ist er ja. Scheiße. Egal. Was war das denn bitte für ein Tarnangriff? Was zum Henker war? Ey! Zu zweit auf einen ist wieder sehr unfair, ne? Komm schon. Typ, lass das. Wir sind beschäftigt. Möge er das lassen. Ach, scheiße. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Angreifen. Deine Sorge, Schmerz ist unvermeidlich. Oh, Typ. Zu zweit auf einen ist nicht besonders nett. Wollte ich nur mal so gesagt haben. So, jetzt aber komm. Ich denke, es reicht. Ja, ich auch, Robert. Ich auch. Oh, oh. Wir sind gleich dort. Und zwar jeden Augenblick. Ich warne Sie, hören Sie auf! Ja, ich warne mich auch, scheiße. Das hätten Sie lassen sollen. Shit. Ja, das hätte ich wirklich lassen sollen. Von der Doppelschicht erzählen. Du hast gerade jemanden umgebracht, da musst du deiner Frau nicht noch von der Doppelschicht erzählen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Oh. Müssen wir das Geheimnis jetzt auch wieder einsammeln? Das ist ja blöd jetzt. Dann lauf. Das ist ja really doof jetzt. So, dann nutzen wieder mal. Der Teil hat funktioniert. So, und die Cutscene werde ich jetzt aber überspringen, wenn ich es kann. Noch halten nicht alle Wachen nach Ihnen. So. Weil das haben wir ja schon gesehen, ne, wa? Dann lassen wir die zwei, die hier rumlaufen, lassen wir die einfach mal weg, wenn wir das schaffen. Eine Büroklammer, perfekt. Hä? Sophie, die hast du eben schon gehabt. Nur mal so zur Information. Also so, manchmal ist es geil, ganz ehrlich. Robert, dann geh weg. Geh weg. Jetzt bitte hier rein. Komm. Bandagen. Das könnte nützlich sein. Und bitte die Marskugel noch. Natürlich müssen wir die nochmal nehmen, das war klar. Dann nur damit wir das hier ausgewählt. Nein, falsch. Dass wir das hier ausgewählt haben, dass die rote. Ach so, das hat er dann anscheinend schon. Gut, also man muss sie nochmal sammeln, aber man muss es nicht nochmal lesen. Ist er nicht da? Er geht aber auch nur bis da, dieser Mensch. Aber er bleibt erstaunlich lange da stehen. Wohin gehst du? Drehst du dich jetzt bitte wieder rum? Das wäre gut. Nein, tut er natürlich nicht. Sophie, komm hier hin. Dass wir uns mit denen hier gar nicht erst rum ärgern. Das ging doch noch einigermaßen schnell. Aber die hier müssen wir ausschalten. Irgendwie. Sophie bleibt ja anscheinend da. Da. Kamera kontaktiert mich.
kannst du jetzt hier diese Karte? Aha, Verwaltungsbüro untersuchen. Nein, da sollen wir ja auch nicht hin. Untersuchen, Treppen. Büroleitung. Wir sollen zum Administrator. Das ist dann wahrscheinlich die Büroleitung, ne? Keine Ahnung. Irgendetwas fehlt. Ich sollte mich umsehen. Ah, oh, Entschuldigung, Leute, aber die Kamera, die ist teilweise sehr, sehr hektisch. Wo sind denn die lieben Polizisten, ne? Wo sind sie denn? Ich habe keine Angst vor euch. Hier auch nochmal eine Karte. Archiv. Das ist doch dieselbe Karte, oder? Ja, natürlich ist es dieselbe. Wo sind denn die? Mahlzeit, war wohl dein... Halt! Keine Bewegung! So, wenigstens nur der eine. Das, wenn das so bleibt, wäre das gut. Überlegen Sie sich's nochmal. Das hätten Sie lassen sollen. Mit euch beiden ist das sehr schlecht. Shit. Shit. Ich bin nicht dazu. Shit. Au. Komm, Eri jetzt. Ach Gottchen. Werde ich sie fertig machen? Ja, ich sie auch. Keine Sorge, ich bin oh, da. Oh mein Gott, lass es doch einfach. Die zu zweit zu kriegen ist echt shit. Zusammen machen wir sie fertig. Ja, das befürchte ich auch. Alter Schwede, ey. Also ich glaube, wir dürfen das gleich nochmal machen. Warum muss ich mich das denn jetzt schon wieder sein. Verteidigen? Hm? Ja, klar. Darf ich mal eben ins Menü mich heilen? Nein, darf ich anscheinend nicht. Okay, also wir ärgern uns mit denen nicht rum. Weiter. Und wir dürfen natürlich wieder hier anfangen. Oh, das ist so driss mit diesen tollen Checkpunkten da. Checkpoints. Das ist blöd gemacht, ehrlich. So, jetzt lauf, du Schlampe. Nutzt das Ding. Again. Der Teil hat funktioniert. Noch halten nicht alle Wachen. Eieiei, das ist so unnötig, dass man das dann immer wieder machen muss, ehrlich. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Dann werden wir uns doch nicht eine mit denen. Perfekt. Werden wir uns doch nicht mit denen rumprügeln. Also das ist ja anscheinend in der Mitte, dieses Büro. Weil man hat gegen die einfach keine Chance. Das kann man vergessen. Wo ist der Typ? Er ist gerade da. Machst du auf? Mach das auf. Robert, ist das jetzt gerade dein verdammter Ernst? Du sollst die Tür aufmachen. Meine Güte. Weil die brauchen das wir. Das könnte nützlich sein. Und die Marskugel müssen wir auch wieder einsammeln. Aha. Gib das. Na. Danke sehr. Weg. So, wann kommt der Typ? Er steht noch da. Wir werden aber warten. Nichts Wichtiges, ihr. Oh, oh. War von da auch einer jetzt? Oh, in der Tat. Das war jetzt aber fies. Hoffentlich sieht der Typ uns jetzt nicht. Wir hätten den Checkpoint ruhig mal hier machen können. Kommst du noch näher? Nein, er geht gerade wieder. Okay. Schleichen. Immer schön in der Innere schleichen. Nicht zu nah. Wir wollen ja nicht mit ihm kämpfen.
Wir wollen nur ihr rein. Also in der Mitte. Und die gehen nicht die Büros ab, oder wie? Das muss ja da dann sein. Was ist das? Ein Radiergummi? Oder was ist das? Das sieht nützlich aus. Ja, gehst du mal von dem Tisch runter, bitte? Leg das ab. Was willst du mit dem Radiergummi? Und Kamera, hör auf, dich von selber zu drehen, bitte. Wir sind gleich so am Arsch wieder, wenn die hier wieder langkommen. Okay, ja. Brav. Ganz brav. Na, vielleicht ist hier in diesen dunklen ja auch noch das Geheimnis, dass man das Maß... Mahlzeit, war wohl der Mexikaner von heute Mittag? Geh weg, geh weg. Geh auch du weg. Tschüss. Unterhalten die sich nicht da und kommen dann hier durch? Hm, natürlich. Ob seine Mutter davon weiß? Nein, wir greifen dich nicht an. Auch dich greifen wir nicht an. Ihr müsst doch blind sein, oder? Ihr müsst doch einfach nur blind sein. Ne. Ja, toll. Wo seid ihr jetzt? Okay. Von Büro zu Büro anscheinend, ne? Aber die Karte hilft einem ja auch nicht. Wirklich. Kann man da rein? Nein. Shit. Dass der uns nicht gesehen hat. Ha, 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 hallo. Hi. Oh mein Gott. Das finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ah, da ist ein Raum. Geh rein. Okay. Administrator. Üff, üff, üff. Ihr kommt hier rein, ne? Ah, nein. Oh, geh weg. Schnell an den PC. Ehrlich, die Polizei wird von Mal zu Mal lästiger. Ich habe einen meiner Anwälte zu Ihnen geschickt, um Sie voll zu quatschen. Damit sind Sie eine Weile beschäftigt. Führen Sie jetzt Ihre Sicherheitskarte in das Terminal neben diesem Computer ein. Loggen Sie sich mit dem Passwort 867530 ein. Ihre Karte wird dann auf Sicherheitsstufe 2 angehoben. Damit erhalten Sie Zutritt zum Büroaufgang. Okay. Gut. Wo ist die Karte? Da. Gut. So. Sehr schön, dass ich mir das noch schnell aufgeschrieben habe. 867530. Bernie, Ihr Passwort hat nicht funktioniert. Offenbar tauscht der Systemadministrator die Passwörter regelmäßig aus. Genau wie er sollte. Um an das neue Passwort zu kommen, müssen Sie in den Aktenraum und dort die Mappe mit Namen Sicherheitssysteme finden. Der Schlüssel zum richtigen Aktenschrank liegt im Zimmer der Büroleiterin. Oh, really? Really? Wirklich? Ist das euer verdammter Ernst? Bald ist Pause. Bald ist Pause, ja, mach mal. Macht ihr ruhig Pause? Und in der Zeit werden wir hier die Bank irgendwie verlassen. Haha. Als ob die uns hier nicht sehen, wenn wir hier einfach so rumspazieren. Da kommen wir nicht hin. Beweg dich. Okay, dann
müssen wir zurück. Also erst in das Büro. Seid ihr hier auch schon? Ich hoffe einfach mal nicht. Okay. Also diese Mission gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Da ist nichts. Also die Olle, das war ja wirklich genau in der Mitte von dem anderen Raum. Ja. Aber zu dieser guten Troller werden wir wohl erst im nächsten Part ins Büro gehen.